Ja, hi. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wollte euch mal eben zeigen, wie unsere Hündinnen leben bzw. die Kleinen groß werden. Ihr seid wahrscheinlich wieder weit in der Welt verstreut und könnt nicht einsehen, wie es hier so aussieht. Und wenn man dann liest zum Züchter, dann denkt man bestimmt, die Welpen, die werden irgendwo im Zwinger groß oder haben keinen Kontakt zu Menschen und so weiter. Ich zeige euch mal eben im Kleinen hier, wie das hier so alles vor sich geht. Ne? Hier haben wir unseren Verkaufsraum. Schimpft sich oder hört sich doof an, weiß ich, aber da liegen meine Mädels meistzeit. Und ja, wenn wir hier mal aus dem Fenster gucken, da geht es ins Gebirge, da touren sie den ganzen Tag rum. Hier in so einer Box, da bleiben sie die ersten ja, 14 Tage, 3 Wochen drin und dann kommen sie in die Späne. Da liegen schon die Späne, das sind frische Späne. Ich hatte das gestern schon mal ausprobiert, aber war doch noch ein bisschen früh, habe ich doch noch mal lieber in die Welpenbox gesteckt. Hoppala, das war eine ganze schnelle. So, da sind die, die eine Nummer größer sind. Die sind jetzt gute 14 Tage. Dann geht jetzt morgen, übermorgen mache ich die Luke auch hinten los, dann können die auch mit raus. Da ist schon die nächste Nummer. Ne? Mäuse. Mäuse, Mäuse, Mäuse. So. Die können jetzt schon rein und raus, wie sie wollen. Finde ich immer, ist ganz wichtig, dass die Welpen viele Reize ausgesetzt werden. Das heißt nicht nur Licht, Luft und Sonne, so, sondern auch Geräuschkulisse, was weiß ich, Rasenmäher, Laubbläser, allen Scheiß tue ich damit hier rum. Da kommen sie rausgetippelt, das sind die Kleinen, wo wir eben drin waren. Hier können sie noch so ein bisschen unter Dach chillen. Da ist natürlich auf immer und dann können die Burschen hier rennen und touren, wie sie wollen. Wenn ihr denkt, der Kerl, der hat 12 oder 14 Hunde, das ist schon richtig. Und ihr glaubt jetzt, die liegen irgendwo im Zwinger, die Hündinnen. Dann seid ihr schief gewickelt. Die touren bei mir alle mit in eine Wohnung rum. Ist natürlich auch eine Herausforderung, es einigermaßen sauber zu halten. Ne? Ach guck, da liegen sie alle und sind am Knacken. Glocke kommt auch noch mit rein. So. Ja, hier ist unsere Jugendherberge so ungefähr. Da haben wir unseren alten Kamin. Die leben hier mit mir zusammen in der Wohnung. Nebenbei bin ich da hinten noch ab und zu am Schrauben oder im Holz. Dann habe ich die Damen bzw. die Welpen, wenn sie größer sind, auch sowieso alle bei mir. Ah, da kommen noch ein paar Pippis. Macht ihr alle. Hm? Wieder Blödsinn? Ja? So, jetzt habt ihr mal so im Groben gesehen, wie und was hier so los ist. Und
Wer Lust hat, kann ja mal gerne vorbeikommen bzw. bis vorher anrufen. Könnt ihr euch die Welpen in Ruhe begucken, wenn ihr Interesse an einen habt oder so, oder allgemein mal drüber quatschen. Mache ich immer ganz gerne. Und ja, ich würde sagen, bis dahin erst und ciao.